Die Endoskopie ist ein minimalinvasives Verfahren, welches auch als Spiegelung bekannt ist. Mittels einer Kamera können Körperhöhlen oder Hohlorgane, wie zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, untersucht werden, um so Krankheiten zu erkennen und gegebenenfalls gleich zu behandeln. Das Ganze läuft in der Regel so ab, dass der Patient eine Sedierung bekommt. Also er kriegt ein Schlafmittel gespritzt, merkt dann von der Endoskopie nichts und dann hängt es ein bisschen davon ab, welches Organ endoskopiert wird. Also für eine Magenspiegelung beispielsweise muss der Patient nur nüchtern sein. Sonst braucht er da keine große Vorbereitung. Für eine Darmspiegelung ist es etwas anders. Da muss der Darm gesäubert werden. Das heißt, er muss ab dem Vortag der Untersuchung eine Trinklösung zu sich nehmen, die er dann am Abend und am Tag der Untersuchung trinkt, damit der Darm sauber ist. Von der Untersuchung selber merkt der Patient in der Regel nichts, weil er eben schläft. Und danach wird er noch ein bisschen nachüberwacht und wenn er dann wieder zu sich kommt, hat er in der Regel nichts davon mitbekommen. Vor einer Endoskopie wird der Patient über mögliche Risiken und den Ablauf der Untersuchung aufgeklärt. Es gibt ja in Deutschland die Vorsorgekoloskopie. Das heißt, auch asymptomatischen Menschen wird empfohlen, ab einem gewissen Alter eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Und man findet schon bei einem Drittel bis zu einer Hälfte der Patienten dann auch Polypen, die man dann entfernen muss. Und in diesem Prozentsatz wird es dann auch zur therapeutischen Endoskopie, wobei diese Polypenentfernung nur ein kleiner Bereich der therapeutischen Endoskopie ist. Also man kann auch viel mehr machen. Trotzdem gehört das Abtragen von Polypen im Klinikum zum Alltag im Bereich der endoskopischen Eingriffe. Das ist alles der Polyp, den wir jetzt abtragen wollen. Mit dem speziellen Licht sieht man das Ganze besser. Also hier ist der Rand. Das ist alles Polyp. Sehr groß, also hat sicher einen Durchmesser von 10 cm. Und der Charme der Endoskopie ist, dass wir diesen Polypen halt jetzt minimalinvasiv, also ohne richtige Operation entfernen können. Also man kann solche Polypen auch chirurgisch entfernen mit einer Operation, aber die endoskopische Entfernung ist doch die etwas schonendere Methode. Im OP immer mit dabei, zwei speziell für die Endoskopie ausgebildeten Krankenschwestern, die den Arzt beim Eingriff unterstützen. Das Fachpersonal in der Endoskopie kümmert sich außerdem um die hygienische Aufbereitung der Endoskope vor und nach einer Untersuchung. Das schmutzige Gerät wird in einem geschlossenen System zur Aufbereitung angeliefert, wird vorgereinigt, kommt in die Maschine auf der anderen Seite. Und dann, wenn der Prozess in der Maschine abgeschlossen ist und die Maschine sagt, es ist alles in Ordnung, kann ich hier die Endoskope entnehmen und wieder in den normalen Endoskopieablauf geben. Bis zu 85 Endoskope am Tag werden hier gereinigt und für den nächsten Patienten aufbereitet. Das ist ein Standardendoskop, mit dem man Magenspiegelungen, aber auch Darmspiegelungen durchführen kann. Das hat einen Durchmesser von ungefähr 9 mm. Also ein bisschen dünner als mein kleiner Finger. Und vorne kommt das Licht raus und man kann dieses Gerät dann einführen, je nachdem, was man angucken will, Speiseröhre oder Darm. Und dann mit den zwei Rädern hier hinten kann ich im Prinzip dieses Gerät vorne bewegen und kann die Krümmungen des Magen-Darm-Trakts nachverfolgen. Und dieses Gerät, das schmiegt sich dann im Prinzip auch dem Magen oder dem Darm an, ohne jetzt große Verletzungen oder Schmerzen zu verursachen. Durch den Arbeitskanal des Endoskops kann der Arzt verschiedene Werkzeuge einführen und das endoskopierte Organ behandeln. Nach dem Eingriff sind die Patienten in der Regel schmerzfrei und relativ schnell wieder fit. Also wenn die Untersuchung ambulant durchgeführt wird, dann ist es so, dass man nach der Untersuchung noch so ungefähr 2 Stunden in einem Aufwachraum überwacht wird und da ausschläft. Und danach ist es allerdings so, wenn man ein Schlafmittel bekommen hat, dann darf man selber nicht Auto fahren. Das heißt, es muss eine Begleitperson kommen und den Patienten abholen und dann auch für die nächsten Stunden, sprich für den Rest des Tages, auch auf den Patienten ein bisschen aufpassen. Doch schon einen Tag nach der Endoskopie ist der Patient wieder bereit für den Alltag.